So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Jetzt nur Folgendes. Eigentlich bin ich schon fertig. Ich habe es gestern noch aufgenommen. Und jetzt stimmt überhaupt nichts mehr. Ich hatte gestern, also wieder mal ein Video wie Stalker, ein Hörbuch. Nur Ton, kein Bild. Gut, jetzt zurück dazu, was ich gemacht habe hier. Ich habe jetzt den Weg gefunden, wo es lang geht. Zumindest den Rückweg. Den Herweg habe ich eben nicht gefunden. Das war das Problem. Hier geht es ganz unten dann rein. Jetzt ist meine Überlegung. Dazu muss ich wahrscheinlich laufen, oder? Sonst komme ich hier nicht durch. Also muss ich den Fly ausmachen. Ich habe mir hier drin ohne Ende Waffen gefunden, ohne Ende Rüssi, richtig geiles Zeug. Ich habe jetzt ein bisschen die Sorge, dass ich das alles verlieren werde. Also die Höhle ist übrigens nicht sehr heiß. Erst ganz am Schluss. Das heißt, wir könnten eigentlich gescheite Rüstung anziehen. Ich habe eine super geile Flakrüstung gefunden hier drin. Ja, ich habe auch meine Leiche wieder gefunden, aber da komme ich nicht ran. Die liegt unter der Karte. Das geht nicht. Genauso wie der Raptor, den komme ich auch nicht mehr ran. Oder die Raptor. Oh, jetzt ist mir sogar heiß. Okay, aber nur ein bisschen. Geht. Kalien Sub habe ich doch dabei, oder? Na, dann wollen wir doch sowas mal saufen. Ach so, jetzt habe ich aber, ich Idiot, den Helm ausgezogen. Der war natürlich nicht so sinnvoll, weil das war nämlich ein Bergarbeiterhelm. Wo ich eigentlich zwei, drei recht gute von hatte. So, also folgendes. Ich werde mich jetzt mal kurz wieder runterflyen. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, ständig gegen irgendwas zu kämpfen, wo ich eigentlich schon durch bin, ja. Deswegen wird jetzt ein bisschen geflogen, es tut mir leid. Ich habe sowieso hier mich einiges durchcheaten müssen, weil ich nichts gefunden habe. Weil ich zu blöd war. Ich habe den Weg überhaupt nicht gefunden. Das war die Spinne. Naja, uninteressant. Bestimmt so. Gucken wir hier weiter. Hier hätte ich nämlich nochmal einiges an Tiefviechern gefunden, ja. So, und hier geht nämlich jetzt die eigentliche Treppe runter. Ach, der Käfer. Lebt sogar noch, cool. Ah, ich habe jetzt auch keinen Bock, dem irgendwas zu tun. Außerdem wird der mit der Zeit wird er aggro. Wenn man zu lange an jemand dran ist, wird er aggressiv. Aber jetzt hört man es schon, ne? Da unten ist Lava. Ja, also meine Leiche liegt unter der Karte. Ich habe auch versucht, mich erstmal zu ghosten. Ghost ist eine saudumme Idee, weil Ghost, das habe ich dann gestern Abend gemerkt, versetzt einen, wenn man im Wasser kommt oder in Flüssigkeiten oder zu weit runter, unter die Karte. Blub, fällst du ganz runter. Mit Fly passiert das halt nicht, deswegen fliege ich jetzt gerade. Ich bin gestern geghostet und da habe ich eben dann auch meine Leiche gesehen und alles. Und habe die ganzen Viecher unten weiter unten gesehen. Also die Höhle ist am Anfang relativ leer. Die hat ganz am Anfang wirklich war nur die Gefahr durch die ganzen Abgründe, durch all den Scheißdreck, was alles ist. Ich habe das Artefakt des Jägers. Ja, habe ich alles. Ich hätte es jetzt nochmal alles machen können, klar. Wir werden die Höhle bestimmt auch nochmal besuchen. Weil Folgendes ist dabei zu beachten. Oh, jetzt wird es zwar richtig heiß, jetzt muss ich wahrscheinlich doch die andere Rüstung anziehen. Jetzt komme ich nämlich zur Lava wieder. Hier drinnen gibt es. Ach du Scheiße, Moment. Ist da was? Ach nee, das ist nur der Wind bei den Pflanzen, oder? Ja. Hier drin gibt es ohne Ende. Ja, jetzt wird es richtig heiß. Hier drin gibt es ohne Ende Obsidian, Kristall, was weiß ich was. Das ist der Hammer hier drin. Problem. Hier passen maximal Skorpione durch. Ich habe ja oben gerade die Lücke gesehen, ne? Wenn ich Glück habe, passt da ein Skorpion durch. Wenn ich Pech habe, nicht mal der. Nichts anderes kannst du vergessen. Ich will aber hier rein, weil, wie gesagt, hier ist Wahnsinn. Und hier unten, was hier jetzt an Loot Crates spawnt. An massiven Loot Crates. Da war eine Spinne. Ach, die sind gerade gespawnt und runtergefallen. Ich hatte jetzt keinen Nerv dazu, es tut mir leid, deswegen habe ich es so gemacht. Okay, also die spawnen alle auch teilweise sehr, sehr spät. Die sind teilweise erst gespawnt, als ich endlich wieder wirklich am Boden war. Als ich nicht mehr rumgeghostet oder rumgeflyt bin, ne? Wenn man hier rumghostet und rumflyt, dann spawnen die nicht unbedingt. Artepleura und so weiter gibt es hier aber relativ wenige. Was es sehr, sehr viel gibt, sind Fledermäuse.
Und ihre Schwärme, naja gut, also die waren ein bisschen übertrieben. So schwärmig fand ich das jetzt echt nicht. Auch als es dann gespawnt ist. Ich möchte euch aber jetzt nochmal kurz mitnehmen und zwar, man sieht es schon. Die Höhle ist so geil, die ist so der Hammer. Also hier müsste man sich praktisch mit dem, was ich jetzt nicht gemacht habe, sondern ich mache es jetzt gerade mit Flyner. Hier sieht man ja deutlich, müsste man sich jetzt echt mit dem Haken und sowas. Ich übe das vielleicht mal außerhalb in sicheren Gefilden. Da müsste man sich hier mit dem Haken so ein bisschen rumblöden. Moment, ich habe gerade schon was gehört. Ja, auf jeden Fall ist hier alles voller Lava, ne? Hier fällt man sofort runter. Hier gibt es aber ohne Ende rote, nicht Airdrops, rote Loot Crates, da ist schon wieder ein neuer respawned, gelbe Loot Crates, hier ist der Hammer, was hier drin wartet. Ich bin super ausgerüstet, ich habe eine geile Waffe, hier die Schotze, 430er Schotze. Hier geht die Post ab, ehrlich. Das ist super geil. Deswegen lohnt sich das. Aber man müsste hier halt dann mit dem Tier rein. Was erstmal mit der Temperatur. Na gut, mit der Temperatur kommt ein Skorpion klar. Der lebt ja da in der Hitze normalerweise. Der lebt ja auch in der Wüste, gibt es auch wahnsinnig Skorpione. So. Problem, kommt er durch? Das weiß ich immer noch nicht. Notfalls ghoste ich mich mit dem Skorpion schnell durch. Muss dann aber straight nach oben. Das ist beim Ghost ganz wichtig. Weil dann geht man durch Stein durch auch und was, ne? Und man muss eben gucken, dass man nicht zu weit nach unten kommt, sonst platsch. Ich bin unter die Karte gefallen, als ich in Flüssigkeit rein bin. Als ich hier ins Wasser bin, bin ich unter die Karte gefallen. Boing. Da wollte ich nämlich so ein Airdrop, so ein Loot-Crate looten. Bin unter die Karte gefallen und da habe ich meine Leiche gesehen. Wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre, würde ich sogar den Strahl sehen. Oh, der die Leiche markiert, ne? Ja, und kurz unter mir oder kurz über mir ist auch die gute Raptorendame. Aber wie gesagt, die bleiben sehr lange erhalten, dank meiner Einstellungen. Also die wird wahrscheinlich immer noch 2 Stunden da liegen. Oder mindestens eine. Problem, ich komme nicht ran. Kann ich vergessen, ne? Geht nicht, ist in der Lava. Ja gut, okay. Dummheit, Pech gehabt. Ich habe jetzt hier schon allein richtig geile Sachen wiedergefunden. Auf die Raptorendame, naja gut, muss man verzichten. Die andere ist vielleicht trotzdem genauso gut oder schön. Was haben wir da? Ein überragendes Atemgerät mit einer Haltbarkeit von 600. Ich glaube, so gut ist nicht mal das, was ich habe. Geiler Scheiß. Was haben wir noch? Ein Quetzal-Plattform-Sattel. Her damit. Da eh noch ein Quetzal, den ich haben will, den ich zähmen will. Der ist da, der wohnt ja da, haben wir schon öfter gesehen, am Vulkanrand, ne? Ja, dann, wie gesagt, hier, also das noch. Hammerhart. Ehrlich, hammerhart. Schaut es euch an. Statuen, dieses Untergrund hier, also Mann, ich finde das arschgeil, arschgeil. Ja, aber da war gerade unten trotzdem noch eine Loot-Crate, ne? Das würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. Und da sehen wir jetzt gleich ein Phänomen. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Wenn ich Flüssigkeiten betrete, ist der Effekt des Fly oder was auch immer man gerade hat, weg. Und deswegen bin ich unter die Karte gefallen. Also, wo war denn jetzt das Scheißding? Da war doch ein roter noch. Muss dann sowieso gleich zurück gucken, wo ich zurückkomme. Ich glaube, das ist irgendwo da hinten. Ja, da ist eben die ganze Lava. Ich weiß mittlerweile auch ziemlich sicher, wo ich gelandet bin. Was schlappert denn das so? Ist das die Lava, die da runter... Da, genau, da leuchtet das schon, oder? Dann muss er da sein, weil irgendwo war noch ein roter Loot... Ich bin doch nicht bescheuert, da war doch gerade noch ein roter Loot-Crate. Hä? Ich muss doch bescheuert sein, das gibt's doch nicht. Da ist er doch. So, wenn ich jetzt ins Wasser gehe... Plumps, jetzt ist Fly vorbei, jetzt leg ich. Schon wieder so geile Rüstung. Und eine geile Pistole, her damit. Ich bin ein bisschen überladen, aber ist egal. Ja, und jetzt ist nämlich schon Fly vorbei, ne? Das ist das, was ich gemeint habe, und ich muss höllisch aufpassen hier. Ja, also. Ich war erfolgreich. Ja, dank Cheats natürlich, ist klar, ne? Aber ja, Leute, sorry, ich habe die Schnauze voll hier von dem Blödsinn. Ich war auch echt zu blöd. Bin dreimal vorbeigelaufen, ich habe den Ausgang nicht gefunden, also den, wo ich hier runterkommen würde. Ich bin oben immer wieder von Ausgang zu Ausgang. Es waren ja, sind ja zwei oder drei verschiedene Ausgänge, aber ich habe das Richtige nicht gefunden, bin echt zu doof. Naja gut, was soll's. Ist dann halt so. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir zurückkommen. Wo ging's zurück? Das muss ich jetzt auch mal wieder finden. Da hinten, oder?
da hinten. Ja, wie gesagt, respawn relativ schnell. Und das war der Wahnsinn. Also was hier teilweise an Loot Crates drin war, total geil. Auch weiter oben schon, die ich sogar selber noch gefunden habe. Wo Wunder. Aber das waren noch blaue. Und selbst die waren schon teilweise echt gutes Zeug dabei. Aber die roten und gelben hier unten, die sind der Abschuss. Die sind richtig der Abschuss. Total arschgeil. Jetzt war hier aber gerade irgendwo eine Spinni, ne? Würde ich ja noch auseinandernehmen, des Chitins wegen. Okay. Jetzt aber lieber den Schotz in die Hand. Ja, jetzt fleih ich mich halt raus. Es tut mir leid. Ich bin zu dumm, das zu finden irgendwie. Ich war echt zu dämlich. Ich habe das nicht gefunden. Also das ist nur das Wasser, was da schlabbert, oder? Ja. Wie komme ich jetzt hier wieder lang? Finde ich es oder finde ich es nicht? Ich muss mich hier ein kleines Stück rauf, aber nur ein kleines. Nicht so sehr. Ich höre schon wieder was. Ein Loot Crate. Ja, hier ist blauer. Können wir nochmal reingucken. Manchmal ist da echt schöne Sachen drin. Ja, Chitin. Brauchbare Chitin-Rüstungen. Naja, gut, die war, da habe ich eine bessere Armbrust mittlerweile. Ja, okay, die Pike, warum nicht? Komm, geht. Also hammerhartes Zeug. Ehrlich, war richtig hammerhartes Zeug. Jo, also das erste Artefakt habe ich. Vielleicht ist die zweite Höhle ein wenig angenehmer, dass ich da mehr mitnehme. Ach, das ist ja dankbietig, ich war jetzt erschrocken. Das ist ja der Mistkäfer. Ja, ich weiß. Das ist der Mistkäfer. Naja. Er führt sich ein bisschen auf. So, und zwar ging es hier lang. So, jetzt wird es eng gleich. Aber wo war das? Ich finde es wieder nicht. Sag mal, kann man so dumm sein? Ich finde den scheiß Ausgang nicht. Das war ein Stück weiter oben. Ne? Kann das sein? Muss man hier ein Stück schon rauf? Hier ist es nicht. Man musste vorher schon ein Stück rauf. Also man müsste ein Stück runtergeflogen sein. Praktisch irgendwie. Nee. Hä? Sag mal, bin ich so bescheuert? Ja, das ist der Mistkäfer. Das war aber weiter oben, wo es... Hä? Also die Höhle ist mir echt zu hoch. Es tut mir leid, die ist mir echt zu hoch. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen bescheuert. Kann schon sein. Ja, wie gesagt, habt ihr voll verpasst. Ich habe gestern noch schön ein halbes Stundenvideo aufgenommen. Hab teilweise da ja ein paar mehr Kämpfe dabei gehabt, aber... Da geht's lang. Das ist das Problem, ja. Jetzt muss ich natürlich wieder walken, weil sonst kann ich nicht hier durch. Zack. Ja, da unten waren da noch einige Skorpione. 3-4 Stück auf einmal. Ich überlege gerade, ob das jetzt gleich wieder der Fall sein wird. Aber weil jetzt will ich eigentlich nur noch nach Hause. Aber es scheint auch nichts Neues da zu sein. Die Fackel ist gleich im Arsch. Na, wechseln. Ja, also war echt lohnenswert. Die Höhle, man sieht es ja hier, ne? Das ist alles Ausbeute der Höhle und ich habe die Hälfte weggeschmissen. Muss man auch dazu sagen, ich habe über die Hälfte weggeschmissen, weil es Schrott war. Aber so geiler Scheißdreck hier drin. Gut, Kristall und Obsidian. Ich hätte noch 10 Mal mehr mitnehmen können. Wenn ich schleppen könnte, aber ich kann es ja nicht schleppen. Jetzt muss ich nur draußen noch meine Angela wiederfinden. Das ist immer Punkt 1 mein Problem. Und dann eben, ja, nach Hause kommen und lauter so Scherze. Das wird noch witzig. Ja, ich habe kein Holz, sonst könnte ich die Fackel auch sogar reparieren, aber ich habe kein Holz dabei. So, mach mal Licht hier. Also mal gucken, wo wird... Ach so, blöd, man, Fly. Muss ja wieder einschalten, sonst wird es nichts. Also, dann flyen wir uns jetzt hier raus. Ghost ist eben die dumme Idee, das weiß ich jetzt. Da kommt man eben unter die Karte. Das ist halt scheiße. Aber tatsächlich muss es hier hinten irgendwo lang gehen. Ja, da. Wieso habe ich denn das so übersehen? Ich habe irgendwo was ganz massiv übersehen. Da war ich doch bei den ganzen Viechern, oder nicht? Ganzen aufgeknüpften. Und das Viech, da bin ich voll falsch gelaufen. Und bin immer wieder zum scheiß fucking Ausgang zurück. Warum? Hier hinten wäre es lang gegangen. Ich habe wahrscheinlich diesen kleinen Schlitz nicht gesehen. Den nehme ich ganz schwer an, ich habe diesen kleinen Schlitz nicht gesehen.
ich hoffe, dass ich diesmal Videomaterial dabei habe und nicht nur Sound, ne? Ich hoffe es einfach inständig. So, von welcher Seite habe ich diesen Nasenbären gesehen? Boah, der war aber vorher nicht da. Also spawnen die Arschlöcher echt erst, von welcher Seite habe ich den Knallkopf gesehen? Der war vorher nicht da. Aber hier war ich definitiv. Oder ist das ein zweiter? Alter, das sieht so geil aus. Einfach alles. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Lust, meine Sachen jetzt zu verlieren, die ich hier habe. Deswegen, sorry, ich flye jetzt im Moment hier weiter. Es tut mir leid. Nee, hier war ich nicht. Hier ist es sackeng, hier war ich... Oder? War ich hier? Doch, hier war ich. Doch! Dann bin ich echt bei dem Scheißding falsch gelaufen. Und die sind tatsächlich vorhin erst gespawnt. Der Skorpion war beim Eintritt in die Höhle nicht da. Ja, der ist gerade eben erst gespawnt. Was ein Arschloch. Und die sind auch... Ja gut, Schlangen hatten wir ja. Die sind halt jetzt neu. Ja, ich weiß, du wärst auch noch da. Es ist in Ordnung, aber ich habe jetzt keinen Nerv zu euch. Tut mir furchtbar leid. Ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr für. Ich will jetzt nur noch raus. Ja, die spawnen alle erst nach einer gewissen Zeit und ich bin zu schnell hier durchgelatscht. Das wird das Problem gewesen sein. Oh, jetzt wird es mir aber richtig heiß. Ach du Scheiße. Ist es so heiß hier? Na holla. Dann ziehen wir mal wieder das andere Zeug an. Gilly. Nur den Helm eben nicht, weil ich die Beleuchtung hier noch haben will. Ja gut, dann kommen die nämlich euch Arschlöcher noch auseinander. Ja, brauche ich aber jetzt alles nicht, geben mir jetzt alles nur am Sack. Also, wie gesagt, ich bin hier auch gestern nicht ganz so schlimm durchgeschlagen, nur mit Fliegen. Wo es ging, bin ich gelaufen. Nur jetzt bin ich einfach nur raus, sorry, tut mir leid. Boss is available. Ach ja, da war ja was mit Boss. Wo ist denn die Boss-Arena? Komisch, dass die jetzt erst alle... Das ist aber Absicht, dass die wahrscheinlich beim Rausgehen nochmal spawnen. Wah! Wer hat mich denn jetzt? Du Idiot, ich bin wieder auf die Falle gesappt. Wie beim Eintritt schon. Das habt ihr ja schon gesehen. Das haben wir ja aktiv aufgenommen. Ja, wo ist der Boss? Ist der da unten oder was? Okay, jetzt scheine ich wieder draußen zu sein. Also es nervt tierisch. Und diese Pfeilfallen nerven auch tierisch. Okay, jetzt sind wir da draußen. Jetzt startet's kurz. Aber nicht lang, denke ich mal. Die Übergänge, die hat man auch mit dem High-End-Rechner. Bei mir natürlich mehr. Aber das geht. Das ist okay. Danach läuft es ja dafür flüssig. Das passt schon. Gut, jetzt hole ich Angela und geht's ab nach Hause. Was habe ich jetzt für ein Blödsinn gemacht? Ja genau, schieße ich noch Angela. Was war das? Ach, Sabertooth. Ja, okay, brauche ich jetzt nicht. Ist die tot? Nee, ich wollte gerade sagen, wieso ist denn die da so weit unten? Was hat denn die gemacht? Was hast denn du für Bullshit gemacht? Okay, du hast dich aber sogar ein bisschen geheilt, ne? Mädel, gar nicht so schlecht. Oh ja, 5000 Punkte hast du dazu gewonnen. Du hättest Holz. Schön, ich kann meine Fackel reparieren. Also, war ein super lohnenswerter Ausflug, ganz klar. Hä? Kann ich nicht, warum nicht? Was fehlt mir denn jetzt noch? Ach, ich habe keinen Stein, aber den habe ich weggeschmissen vorhin. Ach, ich bin so intelligent, Bolzen. Den habe ich in der Höhle weggeschmissen, weil ich zu viel Gewicht hatte. Meine Herren. Ja, super lohnenswerter Ausflug. Wäre noch viel krasser, wenn ich da echt ein Viech mitnehmen könnte. Mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir mitnehmen können, ne? Reparieren. Angela, bei dir hält Fleisch länger, weißt du das? Das weißt du, ne? Naja, ich brauche keine Zweifel. Tschüss. Absolut nicht. 2000 Fleisch, was will ich damit? Hier, nimm das mal. Vielleicht hält es bis zu Hause ein bisschen noch was übrig. Okay.
Wer will? Wir gehen. Ja. Ist cool hier. Klar. Fetzt. Wo muss ich hin? Nach Süden. Da. Muss irgendwie darauf. Ich könnte jetzt, glaube ich, sogar mit ihr flyen. Aber ja. Das kriegt man irgendwie anders auch hin, denke ich. Na schön. Nur nicht wieder abstürzen. Wie auf dem Weg hierher. Bin ich voll mit ihr abgestürzt. Ja, Moment, unabsichtlich, stimmt. Die war ja benommen, weil die war außer Kontrolle. Mit dem scheiß Jutyranos, der uns oben überrascht hat, erwischt hat. Naja, dumm gelaufen. Machen wir uns mal auf den langen Heimweg. Wie gesagt, die Höhle ist cool, die ist richtig geil. Lootcrates, pervers. Fetzt echt. Aber man müsste was, ich meine, mitnehmen, mit dem ich schleppen kann. So dass ich ein bisschen was mitnehmen kann. Also ich versuche es einfach mal mit 2-3 Skorpionen. Kleine. Also nicht kleines Level, sondern eben Skorpione, die sind klein. Vielleicht können die das schaffen. Das wäre cool. Die mitzunehmen und dann mal da ein bisschen aufzuräumen. Auch wenn ich solche Höhlen hasse. Es krabbelt mir einfach zu sehr da drin. Ich bin kein so Insektenfreund. Ja, die sind nützlich und alles toll, super. Aber ich möchte sie trotzdem nicht bei mir haben. Es tut mir leid, irgendwie, nee, irgendwie nicht. Und dann mal da drin ein bisschen aufräumen, wie gesagt. Wie komme ich jetzt hier irgendwie rauf? Das kann ich vergessen. Ist das eine Brücke da? Wenn ich jetzt hier zu weit runterstürze, ne? Nein! Ich glaube, es hat ja nicht mal wehgetan. Die hat sich sogar mehr geheilt noch. Seit ich sie aufgesammelt habe, das ist cool. Nee, das ist der andere Eingang. Ich bin genau wieder der Eingang, ich Idiot. Ach, ich bin so intelligent. Aber warte mal. Ich bin so klug, das schreibt man Kylo K. Hi, ihr Silvertus. Aber ihr seid ja normalerweise nicht aggressiv. Ihr wehrt euch dann nur sehr aggressiv, wenn man euch schlachten will. Nee, jetzt bin ich ja wieder vollkommen ver... Ach, das ist zum Kotzen. Ja, irgendwie werde ich den Heimweg finden, denke ich mal. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich sag hier jetzt mal danke fürs Zuschauen. Ist auch jetzt nur ein kurzer Spaß gewesen. Ich denke, nächstes längeres Video werden wir haben, sobald wir da weiter bauen und weiter zähmen. Zähmungen stehen halt leider eigentlich aus bei den... die nächsten interessanten Tiere werden einfach jetzt hier so... Ja... Da muss ich in die Höhle und muss aber Insektenabwehrmittel dabei haben. Das heißt, ich müsste mal ein bisschen Pelztouren machen. Problem an Pelztouren, oder Problem, nicht mal, es gibt kein Problem, weil ich weiß nicht, ob ihr beim Überfliegen schon mal gesehen habt, die 2-3 Leute mich angucken hier. Wie viel krasse Nashörner das hier gibt und Mammuts, das ist noch viel schlimmer als auf The Island. Also Nashörner gibt es auf The Island fast nicht. Hier findet man die Viecher, aber wie? Ja. Und, ach ja, siehste, sieht man es. Unterhalb von dem weißen Airdrop da gerade müsste irgendwo meine Death-Statue sein. Ne, die ist weiter unten. Das ist so cool. Guckt euch das an. Ja, ich komme hier eh nicht weiter, oder? Ich muss eh nochmal ganz runter. So ich das sehe, ja. Hier. So cool gemacht, ey. Also der Arbeitskollege hat gesagt, ich werde die Karte lieben und er hatte recht, ich verliebe mich in diese Karte jeden Tag mehr. Die ist total geil. Da. Kennzeichen der Höhle. Das sind diese Viecher, wie hießen die? Die hatten speziellen Namen auf der Osterinsel. Die Viecher. Das sind die, ne? Einfach nur arschgeil. Ja, jetzt muss ich irgendwie da raufkommen. Naja. Also auf die andere Seite rauf. Wir werden es schon schaffen. Okay. Machen wir hier Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoppala. Ich habe mich schön ausgerüstet, habe ja jetzt nicht das wiedergefunden, was ich hatte. Erstmal hätte ich dafür noch 2 Bergbauhelme mehr haben müssen. Rüstung hatte ich definitiv auch mehr dabei. Naja, was soll's. Aber ich bin wieder gut ausgerüstet. Es ist jetzt scheißegal. Die Waffe habe ich mir wieder gebaut, weil die brauche ich mir nicht cheaten. Ich habe so viel nur Rohmaterial, das ist okay. Hab jetzt das erste Artefakt und das zweite werden wir vielleicht teilweise sogar zusammenholen. Dann machen wir halt mal so eine Ekelhöhlentour. Das machen wir dann am Wochenende.
Wenn ich frei habe, dann ekelt es mich nicht so, weil wenn ich das immer vorm Schlafengehen mache, das ist irgendwie nicht das Richtige. Ich will nicht sagen, dass ich Albträume davon kriege, aber irgendwie ist es trotzdem so ein blödes Gefühl, ne? Das vorm Schlafengehen so Ekel Gefühle zu haben oder so, das ist irgendwie, das fetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mich da so weit verstehen könnt. Ja, ich finde Spinnen schon interessant. Aber trotzdem irgendwie, ich möchte keine als Haustier. Ja, und so groß, wie sie hier vorkommen, schon gar nicht. Und auch so ein Hundertfüßler ist durchaus cool. In der Größe, wie er herrscht. Und trotzdem möchte ich nicht drauftreten oder draufbeißen oder sonst irgendwas. Bäh. Weil die sehen schon eklig aus. Die Viecher sind schon irgendwie komisch. Also generell Insekten sind ein komisches Volk. Ja. Die sind schon bäh. Bäh. Aber okay. Sie haben ihre Daseinsberechtigung. Egal wie nervig manche davon sind. Jedes noch so nervige hat eigentlich genau einen Zweck. Also jedes darf da sein. Ganz einfach. Und selbst das scheiß Moskito hat mit Sicherheit irgendeinen Zweck oder Berechtigung. Also lass den leben. Ich meine, gut, wenn er mich jetzt gerade sticht, ja. Nö, ich glaube, dann würde ich ihn auch nicht leben lassen. Würde ich einen reinhauen. Aber ansonsten so nicht immer sinnlos einfach Insekten töten. Das ist doch Bullshit. Okay. Ja, da hupft so ein, wie heißt das Viech? Habe ich jetzt vergessen. Ja, so ein Walross-ähnliches Tier, ne? Ja, die sind schon witzig. Die kann man mittlerweile, glaube ich, mit irgendwie mehr füttern als früher oder einfacher. Irgendwas war da. Außerdem kann man die reiten. Moshops sind es. So heißt es. Moshops. Das war doch auch mal so was Geiles. Da habe ich doch gedacht, das ist eine Höhle. Das ist ja auch nur so ein kurzer Durchgang. Aber es ist auch, es sieht so cool aus hier. Sag mal, kann ich eigentlich mit dir zusammenfliegen? Geht es? Muss ich jetzt ernsthaft neu eingehen? Ach so, ich war zu blöd. Ich wollte jetzt eigentlich... Nee, geht mit ihr nicht. Das ist natürlich jetzt schade. So, okay, Pachi-Mädel. Angela, du kriegst ein bisschen Lebenspunkte, weißt du das? Also da kommen wir nicht durch. Also ich kann mit dir nicht fliegen, sehe ich das richtig? Dann wird es gefährlich. Wenn ich aber durchs Wasser gehe, müsste es eigentlich gehen. Dürfte theoretisch nichts passieren. Oder wenig. Ich muss darüber. Das ist mein Problem gerade. Jetzt fliegt sie ja doch. Ach so, ich... Oh. Ja, machen wir es halt so. Ich kann mit ihr dann einfach hochlatschen. Das ist natürlich auch in Ordnung. Machen wir es so. Ist alles cool, aber das sind halt keine Höhlen hier, glaube ich. Das sind einfach nur so Durchgänge. Jetzt bin ich immer noch dabei, zurückzulatschen und habe die Aufnahme nicht beendet, ne? Also, bis denn. Wie gesagt, lohnt sich. Ich habe viel wiedergefunden. Habe Neues gefunden, richtig geile Rüstungen. Bronto, Quetzal und so weiter. War geiles Zeug dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mich jetzt für die Cheaterei ein bisschen schlagen, von mir aus. Könnt ihr tun. Auf sie einigt hat man das alles schon mal, deswegen hole ich mir hier jetzt einfach die Sachen nur wieder. Es tut mir leid. Ja. Wir werden dann logischerweise die Bosskämpfe ohne jeden. Oh, hi! Ohne jeden Cheat machen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo die Boss-Arena ist. Ich würde ganz gern vielleicht doch mal glatt diesen Bosskampf elementar machen. Den Lava- oder Stein-Elementar, den man finden kann in der ersten Höhle, wo wir gerade waren. Mal gucken. Das gönnen wir uns mal irgendwann. Ist das eine Höhle? Ist das ein Wasserfall? Ist das ernsthaft ein Wasserfall? Ach, das ist gar nichts. Das ist das Gegenstück wahrscheinlich, ja? Sieht ja schon cool aus, ne? Also bis dann. Machen wir uns mal auf dem Heimweg. Irgendwie muss ich mal... Wo muss ich denn verdammte Kacke nochmal hin? Ja, müsste eigentlich stimmen.